Ja, eigentlich wollte ich dich nur kurz befragen, wie deine Einschätzung zur Situation, Klaus Schweig-Gruber schaut dir auch zu oder hört dir zu, muss ich sagen. Ja, Endstation in Wiesla. Bitte, danke. Ja, also schöner Vormittag. An sich wollte ich ja heute um Hilfe von Patricia sein, auch an dieser tollen Ausstellung, also zu sehr partizipieren. Ich habe sogar die Nacht in der Steiermark verbracht, schon gestern angereist. Habe aber dann heute um 7 Uhr alle Sachen machen müssen und bin dann wieder nach Wien zurückgedüst. Ich bin zunächst nicht am Bahnhofplatz, noch nicht im Kanzleramt, sondern bei Puls 4. Die haben mich eingeladen, obwohl ich also die Situation kommentiere. Wie ist die Situation? Naja, also ich meine, der gestrige 17. Mai und der heutige 18. Mai werden natürlich in die innenpolitische Geschichte eingehen, als D-Day oder als I-Day, als Ibiza-Tag. Sehr schwer aktuell zu sagen, die Dinge sind im Fluss, im Ausgangspunkt. Die meisten von Ihnen haben es wahrscheinlich ohnehin gesehen, wie dieses atemberaubende Video, das in Ibiza gemacht wurde, vor 2 Jahren, aber das ist relativ egal, das ist in Österreich, ja, damals war noch ein Vizekanzler. Aber es ist natürlich ein verheerendes Video, ein verheerendes Dokument. Sie müssen sich vorstellen, die FPÖ, die sich natürlich als, immer als Partei der einfachen Leute inszeniert, auch so versteht, ja, demaskiert sich mehr oder weniger als Forst der Käuflichkeit von Politik. Also das Video ist einfach verheerend. Ich will da nicht in die Details gehen, das Video, ich meine, es wird ja spekuliert, wer hat das gemacht, wer sind die Hintermänner, da gibt es ja eine Spekulation, dass womöglich der Herr Silberstein dahinter steckt, der nicht rechtzeitig ohne Ehrungen konnte, weil er einfach absolut eine andere Spekulation ist, dass der Geheimdienst der Hintersteckung, ich glaube, das ist alles jetzt einmal sekundär. Wie geht es weiter? In diesen Minuten tritt der Vizekanzler von der Öffentlichkeit und wird bekannt geben, dass er seinem Mitglied erklärt, was ich gehört habe, er hat das Ende Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke!